Man kann sich mit einem Segelboot ja ausmachen, wann man es trifft oder wo man es trifft. Aber niemals beides gemeinsam. Und das habe ich jetzt wieder mal gemerkt mit dieser Anfahrt hierher nach Les Sables d'Olonne, quasi dem Rest meiner Qualifier-Fahrt, weil ich ein Appointment hatte mit Marv, Juli und Clara. Das ist sich natürlich nicht so ausgegangen, wie ich das wollte. Hallo, ich bin der Captain Cook und ihr seht Gone Sailing 2. Heute ist der 20. Dezember 2021. In 259 Tagen bin ich schon unterwegs. Genau, und ich bin jetzt eben hier wieder angekommen in Les Sables d'Olonne und möchte euch noch ein bisschen erzählen von dem Rest meiner Reise und auch von dieser ersten Woche hier. Vielleicht noch mal ein bisschen Retour zu der ganzen Reise. Also ich habe ja da abgelegt am 5., 6. November und habe einen super Ride runter zu den Canary Islands gehabt und auch wieder zurück nach Lagos in Portugal. Dort, oder die Fahrt dorthin war ein wenig anstrengend, weil eben viel Wind gegen an und Welle gegen an, aber in Wirklichkeit auch eine super Übung, eben um das Schiff kennenzulernen, weil diese Kurse fährt man halt nur dann, wenn man muss, und so habe ich mich damit gut auseinandersetzen müssen, können, dürfen und habe einiges dazu gelernt. Überhaupt habe ich bei der Fahrt sehr viel über mein Schiff und über mich mit dem Schiff gemeinsam herausgefunden, und die ganzen Erfahrungen, die ich da jetzt gesammelt habe, werden natürlich eingehen in die weiteren Planungen und Vorbereitungen. Genau. Also es ist zum Beispiel so, dass ich mir jetzt sehr sicher bin, dass ich keine Hang-On-Sails, also keine Starkreiter-Segel am Vorschlag fahren werde, sondern eine Roll-Genua. Dafür habe ich beschlossen, dass ich die Rollanlage, die ich jetzt am hinteren Vorschlag habe, demontieren werde und dort ein Starkreiter-Segel, weil ich einfach drauf gekommen bin, dass die zweite Fock, das ist ein Segel, das sowieso immer steht. Oder nicht immer steht, aber sehr, sehr lange steht, bis sehr hohe Windgeschwindigkeiten. Und da macht es irgendwie keinen Sinn, eine Rollanlage zu haben. So möchte ich gerne das Topgewicht sparen, aber trotzdem vorne eine Rollanlage haben, weil es einfach so ist, dass die Segel zwar besser ziehen als eine Rollgenua, die Starkreiter-Segel, aber es ist dadurch, dass man sie eben riggen muss und wieder runternehmen muss. Und wenn man dann nicht sehr konstante Winde hat, ist man den ganzen Tag am Arbeiten. Und dort vorne so exponiert am Bug zu arbeiten, ist nicht schön und sehr anstrengend und auch gefährlich in Wirklichkeit. Ich merke das, wenn man dann müde wird in der Nacht und so, es macht einfach keinen Spaß. Und das führt dann in Wirklichkeit dazu, dass man nur 30% der Zeit die richtige Segeltragzahl hat und wahrscheinlich 30% zu viel und 30% zu wenig. Und alles in allem, glaube ich, ist dann die Rollgenua, obwohl sie vielleicht nicht ganz die Performancezahlen hat, trotzdem die bessere Wahl, weil man einfach stufenlos und aus dem Cockpit raus zack zack reffen kann. Genau. Also das ist die große Conclusio. Ich habe zwar keine Ahnung, wo ich das Geld hernehmen soll, aber das muss noch sein. Und ansonsten bin ich eigentlich sehr happy mit dem Schiff und auch mit meiner Performance, hat mir sehr gut gefallen. Genau, ich bin ja dann noch in Lagos angekommen, da habe ich das letzte Mal berichtet. Und von Lagos bin ich dann nach Lissabon gesegelt. Auch wieder viel Headwinds und teilweise kein Wind, also da bin ich ein bisschen nur dort dann die letzte Strecke. Lissabon habe ich sehr genossen, weil es einfach eine Stadt ist mit vielen Möglichkeiten, super gut gegessen dort, sehr gut gerastet, die Marina top organisiert. Das war einfach insgesamt ein Genuss. Ich war da übrigens in Oeiras, das ist also nicht im Cascais draußen und auch nicht drin in der Stadt, sondern da in der Mitte, und das war eine super Wahl, super freundliche Leute, super Marina. Hat alles wunderbar funktioniert. Genau. Und dann bin ich dann nach ein paar Tagen Entspannung in Lissabon weitergesegelt. Eigentlich wollte ich nach Porto, das war so der Ursprungsplan, dann war ich auf Höhe Porto und der Wetterbericht hat mir gesagt, dass es noch einen guten Tag weitergeht, und bin dann weitergefahren bis Cangas in Spanien, das ist gegenüber von Vigo. Und dort habe ich den Durchzug von einem riesen Tiefdrucksystem abgewartet. Es war irgendwie gar nicht so super in Cangas, weil es eben Wolken auf Augenhöhe, Regen vier Tage durchgehend, Knatterei, Vollgas. Die Marina hat dort leider ein bisschen pumpt und war eben sehr unruhig. Aber haben wir auch überlebt, und dort habe ich eben diese vier Tage abgewartet und bin dann weiter von Cangas direkt hierher nach Les Sables d'Olonne, und haben wir mit den Wetterberichten circa ausgerechnet, dass ich am Dienstag in der Früh, Vormittag, Mittags ankommen werde hier.
was dann natürlich nicht funktioniert hat, weil der Wind nicht in meinem Sinne geblasen hat und noch nicht wieder weitergerichtet war, sondern eben genau von Les Apeyron auf mich zu, egal welchen Winkel ich zu Les Apeyron gehabt habe. Das Schöne war, dass ich eben da so eine schöne Kurve durch die Biscaya gezogen habe mit diesem drehenden Wind. Und am Schluss, wie ich dann endlich gewendet habe Richtung Les Apeyron, hat der Wind dann doch wirklich um 30 oder 40 Grad in meinem Sinne gedreht und mich wirklich nach Les Apeyron direkt reingeschickt, wo ich dann am Mittwoch in der Früh bei 4 Grad Außentemperatur und Nebelsuppe mit Sicht 300 Meter hier in Les Apeyron eingeritten bin. Und hier haben dann, was ich sehr genossen habe, die liebe Julia und Clara und der liebe Martin auf mich gewartet, um wieder gemeinsam Filmaufnahmen von mir zu machen. Und das wirklich Supere an der ganzen Geschichte ist, dass die kommen aus eigener Motivation, auch auf eigene Kosten, was ich sehr schätze, und sich da wirklich was antun und hochprofessionell da anrauschen und mit einem Plan im Kopf oder am Papier. Und wir da die letzten 4-5 Tage brav gearbeitet haben, um Bilder zu sammeln, die wir dann brauchen, um eine schöne Doku zu machen. Und das ist auch wunderbar. Abgesehen davon sind die drei einfach super lustig. Und wir haben einen super Spaß gehabt. Es war wirklich fein. Da haben wir dann auch noch so schöne Sachen gemacht, wie das Mir no More Video aufgenommen. Da bin ich jetzt auch ein ganz stolzer und froher Ambassador von den Mirnos. Die werde ich jetzt mitnehmen zu meinem Abenteuer. Das taugt mir auch sehr. Genau. Und da haben wir jetzt ein schönes Image-Video gemacht auch. Und eben lauter so wichtige Dinge, die man aber in einer guten Stimmung und mit viel Lachen und auch viel Entspannung zwischendurch da jetzt einfach runterdreht haben. Und das war echt super, genau. Mittlerweile bin ich beim Zahnpacken und freue mich schon sehr aufs Nachhausekommen, wieder mal im eigenen Badezimmer duschen, nachdem ich da ja doch lustige Sachen erlebe immer wieder. Freue ich mich schon total aufs wieder zu Hause sein ein bisschen, genau. Was ich vielleicht noch ansprechen möchte an dieser Stelle ist, dass es unglaublich ist, was ich für Unterstützung bekomme von vielen verschiedenen Seiten, für Unterstützung bzw. auch Vertrauen. Das gibt mir auch sehr viel. Also auf der einen Seite möchte ich meine Familie ganz hochhalten, die mir hier eigentlich gerade den Arsch gerettet haben, à la Bonheur, indem sie mich finanziell unterstützt haben, groß und finanziell unterstützt haben. Da mag ich wirklich ein großes Danke sagen. Eben auch an die Juli und an die Clara und an den Marv, eben für diesen Einsatz zu kommen und zu machen und nichts zu verlangen, außer ein bisschen Spaß und dabei zu sein einfach auch. Ja, das taugt mir auch wunderbar. Der Mir no More möchte ich auch danken für das Vertrauen. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, die mir nur mitzunehmen, weil es mir einfach taugt und ich jetzt mir, wir alle schon ein paar Minus versäumt haben und ich jetzt noch eine versäumen werde, gefällt mir das auch gut, gibt mir auch ein schönes Feedback. Und zum Schluss vielleicht noch den Yacht Club Austria, weil auch die haben jetzt angekündigt, mich zu unterstützen, indem sie mich für Vorträge buchen und andere Sachen. Finde ich auch ganz großartig. Also all diese Dinge sind so, dass die mir in einer finanziellen ziemlich harten Zeit einfach irrsinnig einen Kick geben. Und zwar nicht nur wegen dem Geld, sondern auch wegen diesem Vertrauen und diesem auf mich zukommen und sagen, hey, da machen wir jetzt was. Das ist wirklich super, unbezahlbar gut. Genau, also ich freue mich jetzt wahnsinnig aufs Heimkommen und das werde ich jetzt auch tun im Sauseschritt. Und ich freue mich auf ein nächstes Mal, wahrscheinlich erst im nächsten Jahr. Deswegen frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und macht es gut, bleibt gesund und lustig. Alles dann, cheers für euch. Thank you.